Da, das abbauen. Okay. What the? Kommt mal her. Komm mal her. Da. Das möchte ich abgebaut haben. Aha. Und jetzt? Oh! Wie cool ist das denn? Ich habe jetzt meine eigenen Leute. Die bauen jetzt Holz für mich ab. Hallo, schönes Pferd. Guck dir doch mal meine Leute an, die da für mich arbeiten. Und jetzt? Ja? Oh. Wow, danke schön. Oh. Ihr seid richtig nett. Boah, seid ihr cool? Seid ihr cool? Ich behalte euch. Ich weiß schon, was ich mache. Also, das ist dieses komische Ding. Boah, ey. Hab ich gerade schon gesagt, was ist da oben? Wow! Was macht ihr denn da? So. Golden Sword, Longbow, Buch weg. Das brauche ich. Arrow of Transform auch weg. Ein Skull kommt nach oben. Den einen habe ich ja immer drin. Ich brauche den Filter, aber für den Filter brauche ich dieses... Brauche ich nicht dafür. Achso, pop, 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 machen die Dinger. Was so an sich so. Wo war das denn jetzt? Da. Cane Bellows. Alumentum brauche ich dafür. Und Alumentum muss ich halt selber noch erforschen, oder? So, ich habe was geguckt. Wir brauchen Kohle und Redstone. Und ein bisschen Wiss. Kohle, Redstone. Wiss haben wir ja. Müssen wir hier gucken. Eigentlich hier sozusagen das hier wegmachen. Das ist ja alles, was hier ist, wäre, ist ja schlecht. Oder? So, wir brauchen Kohle und Redstone. Genau, und jetzt haben wir Alumentum. Und jetzt wollen wir das so machen, dass hier eigentlich dieser Filter ist. Und den Filter errichten wir, indem wir dieses eine Ding da bauen. Da, Wissfilter. Great Wood 4 Stück, 2x Iron Ingots. Oh, ich glaube, wir haben nicht mehr genug Great Wood, oder? Doch, 4 Stück. 2 Wiss und 2x Metallbarren. Oh, haben wir zufällig 2x Metallbarren? Ne, dann muss ich wieder nach unten gehen. Okay. 2x Metallbarren, so. Wo ist denn der Alumentum da? Hoppala, habe ich mich vertan? Genau, Wissfilter. So, dieser Filter macht dann sozusagen, dass immer nur das pure Wiss hingeht. Deshalb werden wir den auch hier zwischenholen. Weil dann macht er natürlich das immer weg. Dann wird immer dieses Taint hier rausgeholt. So. Das stimmt, jetzt machen wir aber noch diese zwei Röhrchen. So, und wieder hoch. Oh Mist. So. Gut. Ist natürlich nicht so hundertprozentig so 100 super, aber es ist immerhin etwas, womit wir das machen können. So, Nitor kann man hier auch machen und so alles. Das ist hier kein Problem. Block of, also wir brauchen einen Block of Iron, ein Furnace. Ja, wir haben einen Block of Iron unten. Oh, und außerdem weiß ich jetzt, was dieser Arcane Focus ist und sowas alles. Die sind für den Bohrer gedacht. Also 1, 2, 3, 4, 8. So. Ein Block of Iron brauchen wir. Mal guck mal hier. Wir nehmen das Gold hier raus. Nehmen hier das Iron raus. Tun hier das Gold rein. Block of Iron. So. So, und wenn wir das jetzt alles zusammentun, so ein Feuerkristall, ein Block of Iron und ein Furnace müssen wir rein tun. Ein Block of Iron, ein Furnace, ein Feuerkristall.
Vielleicht müssen wir dazu erstmal erforschen noch. Oder müssen wir dem hier noch ein Ansignal geben? Ich weiß ja nicht. Anscheinend ist das kein Rezept. Also ist das ein Rezept, ja. Aber so, also was wir jetzt brauchen, wenn wir es schaffen zu bauen, ist ein. Was ist gebaut? Geht mal weg. So. Ich brauche einen Kompass. Einen Kompass habe ich. Ein Goldblock. Vielleicht den hier auch, ja. Also ich brauche schon. Ich nehme schon mal zwei. Nehme ich mir aber auch ein bisschen Redstone mit, falls das klappt. Also, okay. So, das, was ich jetzt brauche, ist einmal ein Wiss-Chart. So, ein Wiss-Chart, genau. Und dann brauche ich nochmal ein Tainted. Vielleicht klappt das ja. So, wir brauchen einen Kompass, ein Tainted und ein Gold. Ja, es klappt. So. Was haben wir? Wir haben jetzt den Taint-Detektor. Detected one taint. 18 taint. Also hier kann man sagen, wie viel Verschmutzung sozusagen drin ist. So. 0 taint. Und genau das gleiche müssen wir jetzt auch machen mit dem Wisskristall. Dazu brauchen wir halt einen Kompass? Oh. Ein Kompass, ein Goldblock und ein Wisskristall. So, ein Wisskristall und ein Kompass. Und wenn wir das jetzt wieder voll machen, haben wir einen Wiss-Detektor. Der sagt uns sozusagen, wie viel Wiss noch drin ist. Hier, Wiss, 15, 2, 2, 2. So, und wenn wir das alles jetzt zusammentun mit, einem Aquäus-Kristall, einem Feuerkristall, einem Sowieso-Kristall, einem Earth-Kristall und die beiden haben, haben wir ein Sommeter, so ein Sommeter, so, so, leider wird das Wiss nicht reichen. So, heißt, wir müssen gucken, dass wir wieder so Fleisch kommen. Und wie kommen wir das besten? Natürlich, indem wir wieder auf Reisen gehen. Also, indem wir auf Reisen gehen, brauchen wir gar nicht. Sind meine kleinen Kobolde? Kommen die mir? Da sind die ja. Kann ich denen zum Beispiel sagen, hey, haut da die Monster an? Oder geht denen nur... Nein, geht gar nicht. Also ich kann denen nur sagen, Holz oder sonst was. Wie süß. Ah, oh, die sind richtig süß gemacht. So. Nee. So welche will ich ja nicht haben. So, wenn ich das jetzt so sehe, muss ich mein Inventar entleeren. Ich muss mein Inventar entleeren. So, ich muss jetzt mein Inventar entleeren. Holz, Metall, Kohle nehme ich. Furnace. Wie viel macht denn das, wenn ich dir so das hier in uns reinschmeiße? Da ist natürlich sehr viel Tainted dabei. Den muss der natürlich wieder gut machen. Das dauert wieder ein bisschen. Können wir zum Beispiel auch machen, dass er hier sowas macht. Dass er das mit auffüllt. Aber jetzt noch nicht.
Wollen wir ja nicht. So. Hier rein. So, was haben wir denn noch? So. Hier. Dann nehme ich jetzt einfach diese Discoveries hier mit. Angeblich aber schon. Also eigentlich, bestimmt haben wir zu wenig Discoveries. Ja, zu wenig Entdeckung. So. Sugarcanes, das hier. Alumentum, diese Enderperle. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir. Fire Resistance kann hier bleiben. Das habe ich. Das habe ich. Das habe ich. Das habe ich. Hier habe ich auch im Notfall. Das habe ich für Notfall. Crafting Guide ist immer gut zu haben. Du gehst da jetzt einfach drauf. So. Okay. Au. Au. Willst du noch nicht mit mir anlegen, oder? Ich wollte schon sagen. So. Gut. Dann nehmen wir unser Airship. Tun es drauf. Geben wieder Kohle zum Antrieb. So. Aber wir fliegen jetzt dahin, aber wir sind ja in den Turm nicht nach oben gegangen. Dann gehen wir jetzt erstmal nach oben. Oder fliegen vielleicht oben so vorbei, damit wir sehen, was da ist. Und danach gehen wir direkt in den Dungeon, um so wieder neue Ressourcen zu holen. Genau, um so wieder viele Ressourcen zu holen. Und wenn wir viele Ressourcen haben, heißt das was? Wir können weiter erforschen. Erforschen wir weiter, können wir vielleicht zum Beispiel was machen. Weil man kann hier auch diesen so ein Furnace machen, wie es auch bei SoundCloud 3.0 gibt. Weil 2.0, also 3.0 baut ja auf 2.0 auf. Das heißt, es sind einfach nur Sachen dazugekommen, vielleicht ein paar Sachen ein bisschen angepasst. Also bestimmt ist es nicht so, dass sie hundertprozentig alles rausgenommen haben und ein komplettes neues Soundcraft erstellt haben. Die haben einfach nur das Prinzip des Erforschens zum Beispiel auch noch ein bisschen verändert. Das ist mir ein bisschen blöd, so langsam wie das hier läuft. So. Also ich muss auch bald, glaube ich, Schluss machen, weil... was heißt nicht Schluss machen? Ich muss diese Aufnahme langsam beenden. Jetzt nehme ich aber einen Schluck aus meiner Flasche Club Mate. Falls wer das kennt, kann er unter die Kommentare schreiben. Ah, ich finde, das ist ein super Getränk. Vegan ist das mit erneuerbaren Energien und. Also wenn man das an sich sozusagen benutzt, nein, wenn man das trinkt, braucht man einfach keine... Angst haben, irgendwas falsch, braucht man keine Angst haben, dass man irgendwas falsch gemacht hat. Also das ist alles richtig gut. So, wir landen jetzt mal hier. So. So. Wir wissen, dass uns Spinnen verfolgen. Ist mir aber wurscht. So, wir wollen jetzt hier hoch. Meine Maus. Also mein Mauskabel. Mist, jetzt kommen wir hier nicht mehr hoch. Shit! Wir müssen hier hoch. Wir müssen hier hoch. Es gibt nichts an. Es gibt keine Lösung, wir müssen hier hoch. So. So, dann wechseln wir jetzt an mit den Stone Slab. Okay, so. Okay, Kohle. So. Was macht denn Kohle hier, bitte? Was ist das denn für ein interessantes Konstrukt, dass es Kohle in sich hat? So, okay, gut, wenn es nicht anders geht, dann gehe ich einfach hier außen herum so ein bisschen. Bis es irgendwie einem die Anzeichen gibt, dass man irgendwo hier hoch kann. Also wie hier zum Beispiel. So. Hier ist zum Beispiel eine Leiter nach oben. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Nur einen schönen Ausblick. Und da ist das Türmchen. Und da ist hier irgendwo müsste auch die Dungeon sein. Aber wir könnten ja mal gucken, wie wir es schaffen, am besten aufs Dach zu kommen. Können wir nämlich vom Dach aus starten. Das wäre schön. Hier weg. Irgendwas heißt, wir nehmen das hier weg. So. Schmeißen mal hier alles runter. Wir haben. Tütteln das mal hier hin.